Da war ja was. Also vielleicht sieht man sich ja bei der Konichi oder so. Also ich und Firefly, wir sehen uns da auf jeden Fall. Sie will mich sogar schminken. Finde ich cool. Ich meine, ich könnte das zwar auch, aber ich sehe dann, glaube ich, wie so ein Clown aus. So. Das Ponita ist das stärkste, glaube ich, von denen allen. Oh my fucking Gorills. Ach, es flüchtet sogar. Also doch nicht so stark. Ey, bleib doch stehen. Ich will doch nur spielen. So. Gut, haben wir geschafft. Ah, du hast das Training erfolgreich beendet. Du bist würdig, ohne Zweifel hat dich dieses Training gestärkt. Möge dich dieser Erfolg zu noch mehr Ehrgeiz anspornen. So, Feuertraining haben wir geschafft, haben wir so ein Sternchen. Ich glaube, es gibt dann noch mehr Feuertraining-Gedöns. Ich glaube, das heißt in Feuertraining 2 oder sowas. Sind dann noch bessere Pokémon da? Bin mir natürlich nicht so sicher gerade, aber muss so sein, weil ich hatte noch mehr so Trainingsräume in Erinnerung. So. Wir besuchen wieder Firefly Game. Nehmen Sie mit. Bloß nicht abschieden. Abschieben. Abschieden. Scheiße, Mann. Man muss mich abschieben, ey. Mann, Mann, Mann. Dafür, dass ich mich so oft verspreche. Sprachfehler. So. Wir helfen jetzt dem Isso und wohin genau? Beim Tumultwald. Wald. Das heißt Pflanzen-Pokémon. Pflanzen-Pokémon plus Hydrobi gleich schlecht. Gleich tot. Na, mal sehen, wie weit wir hoch müssen überhaupt. Oh, das fängt ja echt gut an. Vier Pokémon in einem Raum, ey, Mann. Level 21. Wir holen Firefly ein. Das ist gut. Aber Dexter levelt immer schneller als wir. Warum auch immer. Verschwinde. Oh. Oh. Hat gar nicht so viel abgezogen. Wir nehmen auch den Apfel mit. So. Griffel. Lass die Griffel von meinen Freunden. So. Lass die Griffel fort. Firefly erreicht 32. KP, Angriff 1-1. Ansonsten steigt nix. Okay. Wusste ich auch noch nicht. In den regulären Pokémon-Spielen steigt ja eigentlich immer alles. Aber hier ist es dem nicht so. Wasser. Ernsthaft. Im Wald. Was ist das für ein Wald? 21. Gut. Die Pokémon hier sind noch nicht ganz so stark, aber die haben echt viel KP irgendwie. Entschuldigung. Hatte gerade Schluck auf. Kommt wahrscheinlich noch. Ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal so ein Sonnenlicht. Gleißendes Sonnenlicht. Hier, wenn hier einer Solarstrahl kann, dann sind wir am Arsch. So. Irgendwas wollte ich sagen. Ach so, ich freue mich schon, wenn wir hier das erste Mal so ein. Wie heißt denn das Pokémon? Was? Hör mal auf damit. Wachstum steigt leicht. Spezialangriff von Samusel steigt leicht.
Hast du überhaupt irgendeine Attacke, die auf Spezialangriff geht? Du hast deine Attacken sinnlos verprasselt gerade. Ach. Wieso konnte ich mich nicht bewegen? Ich dachte, Aussetzer bewirkt nur, dass man weniger, dass man die Attacken nicht mehr einsetzt. Oh mein Gott. Wir essen mal einen Apfel und nehmen einen Apfel mit. Oh Gott, weg, weg! Du sollst ihn nicht angreifen. Naja, okay. Ist nochmal gut gegangen. So, da oben ist bestimmt nichts. Da ist ein Grüngummi. Braucht man nicht. Mir fällt gerade ein, es gibt so einen geilen Orb, der die ganzen Räume, also der die ganzen Wände wegmacht. Also sozusagen hier das alles zu einem riesen Raum macht. Okay. Und es gibt auch noch Orbs, die das Feuer und das Wasser wegmachen. Finde ich sehr nützlich. Wenn ich sowas finde, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Falls es dann wieder Dungeons gibt, die dann unendlich viele Kreuzungen haben, dann setze ich einfach so ein Orb ein. Und dann habe ich einen Riesenraum, der natürlich total sinnlos, sinnvoll ist in diesem Moment. Dann können wir gleich zur Treppe gehen. Was zum Teufel? Wir sind im Kreis gelaufen. Alles klar. Ein Blanas. Mehrere Blanasse. Blanas. Eine Mischung aus Blasen und Ananas. Fällt mir gerade ein. Nintendo, was ist denn los mit euch? Aber irgendwie passt dieser Name. Blananas. Blananas, haha, Blananas. Wie weit geht es denn noch runter hier, frage ich mich. Mann, wieso so viele Pflanzen-Pokémon? Für Dexter bestimmt gut, aber nicht für uns. Heilsamen braucht man nicht. Halt Statusveränderungen, soviel ich weiß. Floragummi, nicht Grüngummi, Floragummi. Gab's Grüngummi nicht auch? Gibt's bestimmt. Was ist das? Ein Plosivsamen. Oh, wenn ich so Samen sehe, dann hoffe ich immer, dass das Belebersamen. Oh, ein Menki. Dass das Belebersamen sind. Attacken. Wir brauchen unbedingt bessere Attacken. Hier die zwei unteren, die fixiert sind, sind nicht so toll. Samurzel möchte sich uns anschließen. Yay! Nein, ist natürlich immer so ein Risiko, wenn man so schwache Pokémon mitnimmt, aber ich will schon. Ach so, Anwärtersuche. Samurzel und Blanas können wir mitnehmen. Was wollte ich gerade machen? Ach, ich wollte nicht reden. Ey. IQ prüfen. So, Attackennutzer. Samurzel-Attacken. Geduld. Was zum Geier? Das Vieh kann einfach mal nichts. Hier, du scheiß Pokémon, du machst nichts jetzt. Du setzt keine Attacken ein. Du bist ein Attackennutzer, setzt aber keine Attacken ein. So. Ey! Nicht weglaufen. Komm her. Mann, Mann, Mann. So. Alles schön beisammen bleiben.
Bei Samen bleiben. Ahaha. So. Ich will hier raus. Wir sind. Oh Mann. Das ist. Dauert mir hier zu lang. Hier, du bleibst schön hier, ey. Gut. Ich glaube jetzt U10 oder U15. Ach hier, sieh mal an. Nach. Hier die Kastanien. Brauchen wir, glaube ich, auch für irgendwas. Ich kann mich noch genau erinnern, wir brauchen die Kastanien für irgendwas. So, das heißt, wir können jetzt erstmal so einen Apfel essen. Passt ganz gut. Ah, ich weiß, wofür die Kastanien brauchen, aber ich verrate es euch nicht. Mohaha. So. Genau. Die Kastanien waren dafür, alles klar. Das erklärt einiges. Mohaha. Voll auf die Folter spannen und so. Da. Da sind sie. Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Und was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Boah, dieser blöde Gesichtsausdruck. Das macht mich echt fertig. Ich sehe rot. Menki-Schlägerei. Die haben sich gerade alle selber in Rage geredet. Ja, einfach unverbesserlich. Alle hinten anstellen bitte, danke. Zu dritt auf einen. Samurzel ganz hinten, so wie es sich gehört. Kann einfach mal nichts, das Scheißding da, ey. So. Wie versprochen haben wir der Menke-Bande gezeigt, dass man uns nicht dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Das wird ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Ja, genau. Liebe Kinder, nicht zu wild treiben. Das sagt uns dieses Isso. Das ist so ein Mensch, das ist so ein kinderfreundliches Spiel. Das ist einfach unglaublich. Vielen Dank euch allen, wirklich. Wohin genau? Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Kastanie. Ist, das ist eine geschälte Kastanie. Ja, genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Wohin genau? Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist völlig in Ordnung so, natürlich. Vor allem dein Blick sagt uns allen, das ist völlig in Ordnung so, Dexter. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Ein bisschen Geld wäre auch nett gewesen. Schwitz. Ja, ich denke mir auch wahrscheinlich so. Ja, ein bisschen Geld wäre auch besser gewesen. Oh nein, die Menke-Bande. Wohin genau? Diese Menki-Bande. Haben sie uns nicht hier bis hier, haben sie uns bis hierher verfolgt? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück mit uns, legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir Kleinholz aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Menki, auf sie mit Gebrüll. Hä? Hey, Augenblick mal. Seht euch das an. Kastanie? Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Tuschel, tuschel, flüster, flüster. Was machen die da? Sieht aus, als würden sie über etwas diskutieren. Wohin genau? Was geht da vor? Hört mal. Ihr habt da, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir also. Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können.